Folge Nummer 10 von Avorion. Ja, wir wollten mit den drei Schiffen weiterfliegen, weitermachen. Und hier unten war ich letztes Mal und habe dann überlegt, warum geht das nicht weiter? Warum sehe ich den Blips nicht? Ist klar, warum ich den nicht sehe. Ich bin nicht im Schiff, deswegen kann ich das auch nicht sehen wahrscheinlich, ne? Ach, da habe ich wieder gesprungen. Das durfte ich nicht. Ach ja, so ist das, ne? Karte mal hochschieben. Ja. Wir machen das jetzt ganz einfach und springen erstmal in den Sektor, ne, ein Schiff im Sektor wechseln, können wir auch machen. Gehen da rein und dann werden wir gleich sehen, dass wir hier die Blipse alle sehen. Dann wissen wir auch, wo dieses Tor hier oben eigentlich dann da wahrscheinlich weiter hingeht. Und das geht also nach da. Und ja, machen wir erstmal weiter. Das Schiff hat keinen Kapitän. Okay, dann ist das halt so. Und da fliegen wir dann dahin. Und dann fliegen wir, ich glaube, dahin. Und da müsste dann auch der Sektor sein, wo man hinfliegt. Und hier müssen wir dahin. Achso, okay, das wird jetzt vom Dingens gesteuert. Das bedeutet, dieses Schiff hat keinen Kapitän. Das bedeutet, ein Schiff in Sektor wechseln. Dann hier müssen wir uns merken, dass wir da hin müssen. Karte aufrufen? Nee. So, der kommt dahin und dann müssen wir dahin. Geht nicht, alles klar. Und er müsste jetzt schon angekommen sein und wir müssen mit diesem Schiff hier weiterfliegen. Gen Süden, sowas. Ist das das konkrete Südtor? Sieht so aus. Dann fliegen wir mal gerade ins Südtor. Wo ist unser Schiff? Da unten. Achso, weiß nicht. Hätten wir hier im Sektor was zu gucken? Müssten wir uns gerade mal überlegen. Ausrüstungsdock gibt es hier. Okay, dann können wir das Ausrüstungsdock erstmal gerade anleiern. Da ist eine Forschungsstation auch. Da oben irgendwo. Wahrscheinlich hinter mir gewesen. F. Ausrüstung gucken. Doppelmaschinengeschütze. Dreifach Point Defense. Maschinen, Maschinen, Doppeleisen. Doppeleisen Bergbau. Doppelboltergeschütze. Doppel. Kein besonderes Ding. Radar, Schildverstärker. Fortgeschrittenes Handelssystem. Wirtschaftsübersicht, nein, Handelssektoren 1. Das ist jetzt nicht so wirklich das. Hüllenpolarisierer, S-Antimaterie-Hüllenpolarisierer. Was macht denn der? Bei festen Stationen nicht aktiv, Hüllenwiderstandskraft plus 29. Schwäche gegen Antimaterie, Antimaterie erhaltene Schaden plus 300. Polarisiert Hülle, um die Widerstandskraft deutlich zu erhöhen. Ein Nebeneffekt verursacht, dass die Hülle mehr Schaden von Waffen des Typs Antimaterie nimmt. Okay, brauchen wir nicht. Hier ist noch ein Bergbausystem. Haben wir das gekauft letztens schon? Aber wenn, dann hätten wir nur eins gekauft und könnten dann hier das zweite kaufen, oder? Wir müssen an der Station gedockt sein, um es zu kaufen. Dann werden wir das mal tun. Lass uns mal gerade aber hier reingucken. Da ist ein Bergbau, ach, das ist sogar ein grünes, okay. Das müssen wir in irgendein anderes Schiff dann mal reinzaubern, aber nicht in dieses. Generator-Upgrade, geht das da rein, ne? Können wir das doch hier so machen, oder? Okay, wir docken da an und kaufen das zweite Bergbausystem für das zweite Schiff, was wir da haben. Wir haben nämlich zwei Miner, meine ich. Interagieren. Ne, noch nicht interagieren. Wir möchten aber hier gleich. Ah, das war noch nix. Ist der Dockingport besetzt und deswegen können wir da nicht dran? Da kann das sein. Kann sein, ne?
Oder ich müsste die Station ausgewählt haben, um, habe ich aber. Ja, guck, da geht's jetzt, ne? F war gedockt. So, nochmal den Traktionsstrahl, passt. Und dann F. Ausrüstung handeln, das und das Bergbausystem nehmen wir. Ach, da gibt es sogar zwei, okay. Aber wir brauchen erstmal nur eins. Das haben wir jetzt gekauft, ne? Ja. Und hier können wir nochmal reingucken, aber ich glaube, da war ja jetzt nichts. Nicht, dass sich da in der Zwischenzeit was geändert hat. Sieht nicht so aus. Homie, brauchen wir nicht. Versteckte Transmitter sind in der Fraktionsgilde. Ne, das wollen wir alle gerade nicht. Und da ist das Bergbausystem. Gut. Fliegen wir gerade ein Stück weg hier, damit wir da nicht irgendwie Blödsinn machen. Und dann gehen wir mal auf die Karte. Ein Schiff in We Sektor wechseln, das machen wir mal. Wir müssten eigentlich jetzt dann da sein, wo auch Dingen sind, ne? Oder? Ne, wir sind ein zu weit gesprungen. Dann springen wir da gerade zurück. So, dann haben wir da wieder was entdeckt. Gehen aber einmal in das Schiff rein und bauen hier das Miner-System ein. Und gehen hier gerade raus, gucken in die neuen. Und da gibt es nicht so ganz so viel hier. Hatte ich jetzt gedacht, da ist nur Schiffswerft. Was wollten wir gucken? Ach so, Karte, da sehen wir, wie viele Dinge sind. Ja, 1030, sonst wie viele Asteroiden. Das bedeutet, den können wir da den Auftrag geben zu minen. Ach so, das geht ja noch nicht. Dann machen wir hier. Ja, wir müssen mal gerade Karte verschieben. Glaube, wir sind ein zu weit nach da. Wir müssen noch da einziehen. Glaube, das war ein Feld weiter. Ja, passt. Dann wird sogar angezeigt. So wie es da ja auch angezeigt wird. Okay, das bedeutet, da können wir schon sehen, was da unten los ist. Ja. Handelsposten, mehr auch nicht. Ich würde jetzt tendenziell dann versuchen, hier lang zu gehen. Und er kann mal in die Richtung fliegen. Achso, in dem sind wir gerade drin, ne? Achso, wir sollten ihn ja. Nein, 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 nein. So. Das hat geklappt. Dann fliegst du noch dahin. Und Schiff im Sektor wechseln müssen wir machen oder wollen wir machen. Weil da wollen wir das zweite Bergbausystem jetzt einbauen. Okay, hier läuft ein bisschen was falsch, aber das ist halt so. Hier ist nichts in dem Sektor. Und aber warte mal, der hat doch hier gar keine dürfen, oder? Kann er sein? Nee. Doch, das ist richtig, aber wir müssen da hingehen. Was hat er denn? Der hat kein Abbauwerkzeug dran, also bringt das hier nichts, in dem so einen Bergbaugeschützturm reinzubauen. Ja, okay, der sollte kämpfen sozusagen. Was machen wir jetzt mit dem? Wir wechseln erstmal da rein. Ah, ich sehe gerade schon.
Also er hier fliegt mal gerade weiter und hier haben wir noch einen, der braucht das. Schiff in Sektor wechseln. So machen wir's. Ach, ist ja Blödsinn, weil wir hätten erst ausbauen müssen, um da einbauen zu können. Doof gelaufen, ne? Das bedeutet, er fliegt erstmal noch dahin, das geht. Und dann wechseln wir gerade in das Schiff. So, jetzt nochmal. Nein, das funktioniert jetzt nicht. So, jetzt auswählen. So, jetzt haben wir das Schiff in Sektor wechseln. Ja, das ist die Discover. Da bauen wir jetzt das Mining-Werkzeug aus. Das kommt da wieder raus. Da muss was anderes gekauft werden, was dafür Sinn macht. Was ist hier los in dem Sektor? Okay. Bleib du mal erstmal hier. Jetzt ist die Frage, geht das Ding, lädt das Ding? Ja, lädt ja da oben. Können natürlich jetzt mal gerade im Baumhaus gehen und da noch ein. Was haben wir denn hier so? Ein Titangenerator können wir uns auch noch leisten. Wo kriege ich den denn reingebastelt? Ja, dann können wir ja hier vorne dann davor noch machen, ne? Das ist jetzt der, den kopieren wir mal gerade. Und Steuerung V. Und dann den Generator. Und den bauen wir mal einfach hier so hin, oder? Aber der ist, glaube ich, kleiner, kann das sein. Wir machen lieber da ein Copy von. Und ja, der ist größer. Nee. Ach, der geht ja gar nicht hin dann. Ist da die Mitte? Ich glaube, da ist die Mitte. Hau den Generator da rein und alles ist gut, oder? Ah, benötigte Energie. Ja, wir sind doch gerade mit Generie am Arbeiten, oder? Habe ich das falsch verstanden? Nein. Wir brauchen noch mehr Energie? Oder was willst du mir jetzt sagen? Na, das hat auch nicht so ganz geklappt, ne? Wo der sitzt. Mach den nochmal weg. Ach so, geht nicht, weil da, ne? Okay. Mach mal eine Spiegelachse an. Da. Da. Und dann machen wir das mal so. Ach so, da geht's dann. Interessant. Ja, komm, dann zaubern wir den da so hin, oder? Fertig. Gigawatt benötigter Strom ist das. Okay. Können wir noch mehr machen davon? Da wird's gehen, ne? So, jetzt ist aber genug. B, weg. Er lädt auf jeden Fall da unten, wie wir sehen. Und wo ist er? Da ist er, fliegt auch.
Naja. So, jetzt nochmal ein P rein, gucken. Das passt schon soweit. Besatzung ist gut. Das Kapitänrohr ist auch gut. Bergbau brauchen wir nicht, immer gesagt. Der leer ist leer, der Frachtraum, alles ist hier gut. Gut, dann schauen wir mal. Der kann da weiterfliegen erstmal. Nee. Wir müssen jetzt in den rein, glaube ich. Ach so, nee. So, jetzt nochmal hier. Rechtsklick. Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. So, jetzt kommen wir da rein und jetzt müssen wir da in diesem Schiff das Bauteil für Dingens Abbau reinbauen. So, jetzt haben wir das. Dann ist der erledigt. Kurz nochmal Check hier. Da ist alles prima. Er hat hier Eisenbergbaugeschütztürme 2. Passt. So, das bedeutet Karte. Wir gehen hier hin. Wechseln. Kriegt der den Auftrag? Weiter abbauen. Der muss dahin. Und kann dann dahin fliegen. Und er kann dann dahin fliegen. Ne, den wollten wir eigentlich da oben hin auch haben, ne? Genau. Dann fliegst du mal dahin. Also ist schon fertig. Er hat den Punkt hier erreicht. Gas, Gas, Handel, Gas, Gas, Rabe, das ist nichts Besonderes. Sektor wird angegriffen. Der kann erstmal nach da fliegen. Und der kann nach da fliegen. Oh, ich muss das lernen mit dem Rechtsklicken, ne? Und ich weiß nicht, weiter muss. Mal schauen, ob da schon der nächste Knoten ist. Ist er nicht. Und er. Muss dahin, denke ich mal. Oh, das haben wir wieder gut hingekriegt. Ich denke, da ist der nächste Punkt. Ah, der Punkt ist auf. Okay. Also, da müssen wir erst gucken. Da gibt es aber nichts, das, was wir suchen. Dann fliege ich du mal dahin. Er meint noch. Er ist schon angekommen. Wäre ich jetzt von überzeugt gewesen, dass da das Ziel ist. Ah, da ist ein Punkt. Handelsposten, Handelsreparatur, Ressourcen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal in diese Richtung überlegen zu kommen. Okay. Keine Kreuzung. Auch keine. Ist es so weit der Sprung durch das Tor da gewesen, wenn? Ich glaube, da ist was falsch am Laufen. Kann das sein?
Obwohl, dieses ist auch ziemlich weit, ne? Aber der ist so kurz. Ich glaube, wir sind zu weit da gesprungen. So, er hier unten jetzt nochmal. Kann mal da einspringen. Okay, ah, da ist er gerade gesprungen, gut. Ah, der Punkt ist da, alles klar. Dann haben wir das geschafft. Was haben wir hier? Ressourcen und Handelsposten, also nicht sehr viel. Ich würde mal sagen, wir grasen da weiter ab. Er ist noch wunderbar am Abbauen wohl. Und er hier ist gerade da eingesprungen. Muss dahin. Ich glaube, das war direkt daneben wahrscheinlich, ne? Etwas doof gelaufen. Abwracken, abbauen, eskortieren, Feinde angreifen. Ja, gut. Da ist er jetzt. Und jetzt pass auf, kommt das Tor. Das war eins daneben, oder was? Ich will es jetzt gerade wissen, deswegen bleibe ich da. Jetzt ist er rüber gesprungen. Und jetzt ist die Karte angegangen, seht ihr? Nee. So, der da lang. Und der da lang. Hier sind die fremden Subraumsignale. Da gab es einen Punkt, wie ihr seht. Also wir sollten mal gucken, was da ist. Da gibt es ganz viel Antriebsaggregatfabriken, ne? Waffenfabrik und dann noch mehr Waffenfabriken. Da gibt es bestimmt ordentlich was zu bearbeiten. Ich kann mir vorstellen, wir gehen da mal gerade in den Sektor. Die wollen bestimmt da ganz gewisse Sachen haben, die wir überlegen sollten, weil das mehrere Fabriken sind. Ob sich das da lohnt, ne? Das ist der einzigste Handelsposten wahrscheinlich hier drin. Da ist noch ein Handelsposten. Wieso kann ich das jetzt hier nicht aus? Ja, Mittel, Waffen, Antriebsaggregat. Kein F dran, kein Ausführungszeichen dran. Wäre ich fest von überzeugt gewesen, dass hier sowas jetzt gibt. Das ist ein Xotan-Speer, okay. Hier hinten ist einer. Schwarzes Brett. Freie Sklaven. Ist aber schwer. Die brauchen Energiezellen. 30.000 gibt es dafür. Energiezellen.
Wie viel brauchten die denn da? Kann ich das kaufen? Hundert oder was waren das? Mit 100, du bekommst den doppelten Preis für die Ware plus einen Bonus. Zeitlimit sind 30 Minuten, 30.000. Ich brauche eine Zutat für eine meiner Experimente. Ich brauche einige Sachen, bevor jemand ausfindet, woran ich arbeite. Wie viele Energiezellen kann ich mitnehmen, ist die Frage. Wo war denn der Handelsposten jetzt hier? Der? Energiezellen. Volumen 1. Fliegen wir gerade schnell hin. Gucken wir, ob wir das kriegen. Ich weiß nicht, wie wir kaufen können. Naja. Sind wir schon verdammt gut dran vorbeigesegelt, ne? Und das Schiff ist jetzt nicht so der Bringer. Okay, interagieren. Güter handeln. Die konnte ich kaufen, die 100. Jetzt müssen wir nur schnell gucken, wo wir das Dingens haben. Die Aufgabe. Da, oder? Transformatoren, das war's, wenn nicht. Konnte man das hier sehen? Wer eine Aufgabe hat? Nee, leider nicht. Also, auf der Strategiekarte kann man es zwar nicht sehen, nur nicht in dieser Übersicht. F. Schwarzes Brett. Sklaven, okay. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Job weg ist, ne? Ah ja, sehr schön, ne? Gehen wir auf die Strategiekarte und gucken nochmal genau, was wir brauchen. Oder wo es ist. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich abgelaufen, ne? Oder? Ja, nee, hier unten ist auch noch was. Plasmazellen. Ach so, Strategiekarte. Welche war's? Das mit der Karte, das ist auch noch so ein bisschen doof, ne? Transformatoren, Plasmazellen. Ich glaube, das war's dann mit dem Job, den wir machen wollten. F. Ja, dieses dreht sich, glaube ich, oder so, ne? Das ist so ein bisschen doof geregelt hier. Sklavengeschichte, ich glaube, der Job ist weg. Leider, leider haben wir jetzt 100 Energiezellen und können die nirgendwo loswerden. Das ist die Station, wo wir sind und die anderen drei haben wir. Und sonst gibt es ja nichts hier. Leider nicht. Okay, Koordinaten. Nee, lass mal gerade weg. Gut, damit haben wir das erledigt. Dann klappt das da nicht. Gehen wir mal gerade hier oben gucken, wie weit er ist. Vielleicht nur das dahin.
Ja, da war schon der nächste Punkt. Okay, wir gehen hier rein. Schiff in Sektor wechseln. Er kann hier gucken, wo er bleibt. Ja, wir haben ein bisschen mehr entdeckt, haben aber nicht alles das, was wir wollten, sozusagen hingekriegt. Also wir haben schon was hingekriegt. Warte mal, den hier können wir, der hat doch jetzt das Dingens gekriegt, ne? Aber da ist nichts drin, ne? Da war jetzt nicht so eine tolle Idee. Dann muss er mal gerade hier noch weiterfliegen. Und er bleibt mal da. Er meint ja noch. Und wir sind noch näher der Dingens hier, sag schon, des Handelspostens. Maschinen, Doppel, Doppel, das ist alles nichts. Hat sich hier was geändert? Fortschrittliches Handelssystem ist immer noch ein Sektor, das ist mir zu wenig. Das heißt, wir gucken zu, dass wir das in ein südliches Tor kommen. Wo ist das? Da unten ist ein Tor. Also da. Südtor. Das ist also unser Weg. Oh, mein Schiff wird angegriffen. Zack, schnell gucken, wer. Discover wird angegriffen. Nein, hier oben wird das wird angegriffen. Okay. Fliegen wir weg, geht das? Hyperjump. Kritisch getroffen. Kommen wir da noch weg? So, da können wir jetzt nicht hinspringen. Erst wenn der da angekommen ist, wahrscheinlich. Aber lass den mal gerade dann besser da einspringen. Ja, so ist das. Wir wollen aber da noch gerade weiterhin fliegen. Bis der da das gesprungen ist, können wir da das Tor erreicht haben, denke ich mal. Naja. Den Sprung haben wir geschafft. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Schiff da oben noch mal gerade besuchen zum Reparieren und dann ist die Folge auch durch, würde ich sagen. Kann das nicht mehr springen oder so? Kann das sein? Okay, bauen und reparieren. Jetzt Seile. Okay, wir haben nicht genug Energie. Ah, jetzt ist es aber wieder heile. P. Erzeugte 1,1, okay. Hier ist noch alles gut. Bergbausystem kostet so viel, okay. Dann bedeutet das, dass wir gerade mal in den Baumodus gehen hier und noch einen Dingens dazu basteln. Ja, komm, dann macht's auch keinen. Ach, so viel haben wir gar nicht, gut. Dann. Den Generator gibt's nur hier, ne? Müssen wir den mal gerade gucken, ob das reicht, wenn wir den ein bisschen kleiner noch bauen. Nee, das war der dann. Nee, funktioniert so nicht. Wenn ich den da unten in der Mitte reinbaue, kostet uns das auch zu viel. Nee, den nicht, der ist es dann.
Dann bauen wir den mal gerade so da rein. Wir brauchen immer noch zu viel Energie. Gut, wenn das noch nicht geklappt hat, dann müssen wir schauen, dass wir... Lädt der denn auf? Ne, der lädt nicht auf. Kriegen wir den denn irgendwie jetzt gemanagt? Nicht wirklich, ne? So kriegen wir ihn gemanagt. Nehmen wir mal gerade vorübergehend das rausbasteln. Und das leider nicht benutzen. Ja, doch, können wir gerade so machen. Springen wir da gerade hin. Dann sind wir beim Ort, wo auch andere sind. Gut. Also das, weil wir das rausgenommen haben, funktioniert das. Müssen wir nächstes Mal dran denken, dass wir hier noch ein bisschen irgendwie Titan kriegen, damit wir noch einen besseren Generator in das Schiff einbauen können. Hier Generator. Da müssen wir weiter mitfliegen. Das haben wir ja gerade rübergesetzt. Der ist, glaube ich, immer noch am Farmen. Ja, es sieht gut aus. Und er hier ist beschäftigt mit nichts tun. Gut, da müssen wir kaum schauen, was wir damit machen dann. Also er könnte jetzt ja auch noch hier weiterfliegen. Gut, und wenn er schon weiterfliegt, dann kann er auch gerade nach da fliegen. Ah, jetzt geht's. Gut, okay, dann würde ich sagen, warten wir's ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen, damit andere daran teilhaben können. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.